Hallo und herzlich willkommen zur April-Ausgabe des Digitalen Salon hier im Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Diesmal unter dem Titel Devoted. Mein Name ist Ann-Kathrin Wartoller, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am HIG und freue mich, heute in den Digitalen Salon einführen zu dürfen. Wir befinden uns ja im Superwahljahr 2024. Was bedeutet das? In diesem Jahr sind 45%, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung, aufgefordert, wählen zu gehen. Neben der Europawahl sind auch Wahlen in einigen der bevölkerungsreichsten Ländern der Erde, also zum Beispiel in den USA, in Indien oder in Pakistan. Das heutige Thema könnte also nicht aktueller sein. Aber warum sollten wir uns denn eigentlich dann mit dem Zusammenhang zwischen digitalen Skills und Demokratie beschäftigen? Als Kultur- und Medienwissenschaftlerin ist das genau mein Job. Also ich erforsche genau diese Intersektion, also das Ineinandergreifen zwischen Digitalem und Nicht-Digitalem. Oder wie der Kulturwissenschaftler Felix Stalder es sagt, die Kultur der Digitalität. Und wir kennen das ja alle, wir sind tagtäglich mit unzähligen Informationen konfrontiert. So viele, dass wir das menschlich gar nicht mehr begreifen oder erfassen können. Und genau da greifen ja algorithmische Verfahren, die strukturieren Informationen. Und mit dieser Strukturierung und Sortierung geht eben auch eine Bewertung einher. Was ist relevant und was ist auch nicht relevant? Nun haben sich in den letzten Jahren nicht nur die algorithmischen Strukturierungsverfahren verändert, sondern, und das werden Sie alle mitbekommen haben, auch gerade KI-Anwendungen sind auf dem Vormarsch, wenn man das mal ganz platt sagen möchte. Die machen es zum Beispiel ganz einfach, dass ich aus ein paar Fotos und einer Audiospur ein sehr, sehr echt wirkendes Video von einer Person erstellen kann und ihr Worte in den Mund legen kann, die sie nie gesagt hat. Vielleicht werden sich einige von Ihnen erinnern an die gefälschte Videobotschaft vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj aus dem Januar 2023, wo er eben vermeintlich seine SoldatInnen dazu aufgerufen hat, die Waffen niederzulegen. Wie gesagt, das war eine gefälschte Videobotschaft. Aber gerade vor Wahlen und insbesondere natürlich im Superwahljahr 2024 kommt es immer wieder und immer öfter vor, dass solche Deepfakes und Desinformationen gezielt eingesetzt werden, um Wahlen zu manipulieren, um Menschen zu verwirren und so Einfluss zu nehmen und politische Gegner gegebenenfalls auch auszuschalten. Gerade wenn wir uns den Demokratiereport angucken, sehen wir, dass wir in den letzten Jahren einen Rückgang an Demokratien weltweit zu verzeichnen haben. Insofern ist es super, dass wir heute hier sind und uns genau diesem Thema widmen und gucken und versuchen zu verstehen, wie digitale Skills und Demokratie ineinander greifen. Und deshalb freue ich mich sehr auf die heutige Diskussion und gebe ab an Katja. Vielen herzlichen Dank. Von mir auch ein warmes Willkommen. Ja, warum denn nicht? Schön, dass ihr alle da seid, an diesem Wintertag den Weg hierher gefunden habt. Nächsten Monat fühlt sich's vielleicht so ein bisschen frühlingshafter an. Für uns alle schön, dass ihr da seid zu einem wichtigen Thema und wie sollte es anders sein? Ich steige natürlich auch mit dem Thema Wahljahr 24 ein, bleib aber dabei nur national, also guck mir gar nicht den Globus an, sondern bleib da, wo in Deutschland gewählt werden kann. Ihr wisst es, Sachsen, Thüringen, Brandenburg im September, vorher im Juni schon das Europaparlament, auch interessant finde ich durchaus dieses Jahr, weil in Deutschland zum ersten Mal Menschen ab 16 da mit wählen dürfen. Die machen dann zwar die bizarre Erfahrung, dass sie in Sachsen im Herbst wiederum nicht an der Landtagswahl beteiligt werden, aber zumindest bei der Europawahl dürfen sie ran. Das sind ja so die Wahlen, über die wir immer sprechen, wenn es hier um das Wahljahr geht. Interessant finde ich aber auch, dass in diesem Jahr außerdem die Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Bezirksversammlungen in 8 Bundesländern gewählt werden, also zwischen Saarland und Mecklenburg-Vorpommern parallel zur Europawahl. Da wird also konkret im Lokalen entschieden durch die verschiedenen Gremien, welche Projekte, welche Institutionen kriegen denn hier weiterhin Geld, was wird gefördert, was nicht. Wäre also gut, wenn wir als aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, jetzt kann ich euch den 300. Geburtstag von Kant nicht ersparen, wenn wir bei der Schnittmenge von Politik, Wahlen und Digitalität Antworten auf seine 4 nicht ganz kleinen Fragen hätten. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und für mich so ein bisschen Zusatzfrage, was ist der Mensch?
Wir sprechen über politische und demokratische Bildung in Zeiten von TikTok und Co. Eure Fragen sind hier immer sehr willkommen. Und ihr seht, wir haben hier heute quasi so eine Skatrunde zusammengestellt, weil die dritte Speakerin ist uns von Bord gegangen, krank. Ich vermute wegen Wetter, siehe oben. Aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass ich hier zwei Expertinnen habe, die eure Fragen beantworten. Das wären nämlich Tongjin Smith. Sie ist Professorin im Fachbereich Journalismus und Kommunikation an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft hier in Berlin. Aber aktiv bist du auch an der Freien Uni und hast da, ist noch gar nicht so lang her, mal das Center for Media and Information Literacy mit gegründet. Literacy ist ja in den verschiedensten Zusammenhängen so ein Wort, das viel durch den Orbit saust. Wir versuchen das gleich mal ein bisschen festzunageln. Das heißt, Tongjin beschäftigt sich damit, wie wir, beispielsweise meine Zunft, aber auch so eine Institution wie das HIG, wie wir Informationen medial aufbereiten und wie wir es dann wiederum als Konsumentinnen verarbeiten. Herzlich willkommen dir, schön, dass du da bist und gesund. Christa Schäfer ist euch angekündigt gewesen, lässt sich aber entschuldigen, geht nicht anders, die kann heute nicht. Aber wir haben Franziska Börner-Zobel bei uns, die ist Projektentwicklerin. Jetzt wollt ihr wissen, bei welcher Unternehmensberatung oder wie oder was? Nee, an der Schule 1, eine Gemeinschaftsschule in Pankow. Eigentlich von Haus aus Psychologie studiert, dann auch mal in der Wissenschaftskommunikation unterwegs gewesen. Jetzt also Schule. Da begleitet und analysiert sie Veränderungsprozesse. Und ich muss sagen, ich finde es total krass, dass ich anhand deiner Stellenbeschreibung erst geschnallt habe. Ja, natürlich. Ich meine, logisch ist Schule dabei, die ganze Zeit sich zu verändern. Das wird aber so irgendwie noch mitgemacht und von den anderen so dran geflanscht oder eben aber nicht. On top bei dir oder in eurer Schule gibt es dafür eine Stelle. Und der Job ist, seit Herbst 23 Veränderungen in Schule reinzutragen, zu begleiten, zu analysieren. Einer deiner Schwerpunkte ist die Digitalisierung. Ihr wisst vielleicht auch, Digitalisierung wird in Deutschland im Hinblick auf Schule bislang auch nicht überbetont. Insofern herzlich willkommen, Franziska. Ich habe es jetzt ein bisschen umrissen, aber was genau machst du? Was ist dein Tagewerk? Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier bin. Ja, genau. Mikrofon wäre super toll. Ich meine, ihr im Raum versteht es hier auch so, aber für die Leutchen im Stream ist es so schöner. Ja, entschuldigt. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist sehr schön. Ich freue mich total. Ja, was mache ich? Die Frage bekomme ich ganz häufig. Vor allen Dingen, wenn die Leute hören, dass ich an einer Schule bin und da als Projektentwicklerin tätig bin, dann wird erstmal gesagt, geht das überhaupt? Ich versuche oder ich ermögliche es, mit dem Kollegium zusammen Bildungsprojekte zu entwickeln, wir die Ideen der Kollegen umzusetzen, zum Laufen zu bringen, die Kontakte nach außen hin sozusagen aufzubauen auch. Das ist im MINT-Bereich, in der Digitalisierung, aber auch in Demokratieprojekten. Ich schaue für Fördermöglichkeiten für unsere Schule und dass wir auch in verschiedenen Initiativen tätig werden. Mhm. Ich arbeite an Projekten für die Berufsorientierung und Berufsförderung, dass wir mehr Praxis, also das heißt Unternehmen auch in die Schule hineinbringen, also noch früher den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, wirklich, sage ich mal, die Realität der Berufswelt kennenzulernen. Ich kümmere mich mit dem Kollegen Robin Quittmann, der bei uns der Medienfachbereichsleiter ist, die Frage von KI und wie KI in die Schule integriert werden kann. Genau. Also Riesenthemen, ja. Und wichtige Themen natürlich auch. Und ich habe mir jetzt einfach so eine Alliteration gebildet, während du sprachst, du bringst Menschen, Material und Moneten nach Möglichkeit rein in die Schule, um all diese
Projekte auf den Reifen zu kriegen. Ich habe eingangs die Europawahl angesprochen, auch den Sachverhalt, dass dann Menschen ab 16 auch an die Urne gehen können und dort wählen können. Du hast von Demokratieprojekten gesprochen. Ist das bei euch irgendwie auf der Tagesordnung? Wird das thematisiert? Wenn ja, wo und wie? Wir haben kein einzelnes Projekt, also kein großes Projekt. 2020, 2021 hatten wir ein ganz großes Demokratieprojekt an der Schule laufen, zu der Doppelwahl. Das haben wir dieses Jahr nicht. Was wir aber haben zur Europawahl ist in den verschiedenen Lebensweltenkursen, diese Kurse sind so 3 Stunden in der Woche Kurse, die Schüler nach Interesse wählen können. Und da gibt es mehrere Kurse, die sich mit Medienthemen auseinandersetzen. Also wir haben einen News-Kurs, wir haben einen Online, also so einen Blog-Kurs, wir haben die Schulzeitung. Und alle diese 3 Kurse setzen sich aktuell mit den Wahlen auseinander, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Lebensweltenkurse höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Das sind diese 3 geschilderten. Sind die für mich als Schülerin verpflichtend oder sind das wahlfreie Fächer? Ja, also Lebenswelten ist bei uns die Idee von der 1. bis zur 9. Klasse, dass wir den Schülern ermöglichen, in ganz unterschiedliche Bereiche einfach reinzugehen, sich da auszuprobieren, auch nach Interesse. Und das sind zum Teil auch Kurse, halt wie gerade gesagt, die News-Kurse mit der Zeitung, mit der Nachrichtensendung, mit dem Blog. Wir haben auch Radio und Podcast. Wir haben aber auch Minecraft, also die Schüler, die das interessiert, die können bei uns Minecraft machen und können dann zum Beispiel die Schule nachbauen. Es gibt aber auch Sportangebote oder Musik und andere Angebote. Mhm. Und das ist im Curriculum verankert. Also verpflichtend. Ich suche mir aus, wo ich hingehe, aber in eins gehe ich auf jeden Fall. Das ist verpflichtend, genau. Mhm. Ja. Okay. Ich habe jetzt schon ein bisschen über die Absenkung des Wahlalters bei den Europawahlen gesprochen. Das ist eigentlich ein Ansinnen immer gewesen von Parteien wie den Grünen, der FDP, auch der SPD, weil die Umfragen bisher immer gesagt haben, unterstelle ich jetzt mal, vielleicht hat es auch total noble und darüber hinaus menschenfreundliche Gründe, aber es gab Umfragen und Studien, die gesagt haben, das bringt diesen Parteien auf jeden Fall Stimmen, wenn das Wahlalter abgesenkt wird. Deswegen haben die das in ihren Parteiprogramm verankert. Gestern kam die Studie raus, ich finde den Titel so super, Jugend in Deutschland, da hört man ja schon das Seufzen, Jugend in Deutschland. Und die stellt fest, bei den 14- bis 29-Jährigen gibt es inzwischen eine hohe Bereitschaft, rechtsextrem zu wählen. Ich zitiere aus dem Spiegel, bei den 14- bis 29-Jährigen gibt es einen deutlichen Rechtsruck. Der Stimmenanteil für die AfD hat sich in der sogenannten Sonntagsfrage gegenüber der Erhebung vor einem Jahr, also von vor einem Jahr, fast verdoppelt. Das bedeutet konkret, 2023 haben 12% der Menschen in dieser Altersklasse angegeben, ich würde die AfD wählen oder ich wähle die AfD. Inzwischen sind es 22, das entspricht fast einer Verdopplung. Wie bewertest du das als Kommunikationsforscherin, die sich anguckt, was sozusagen zwischen Sender und Empfänger passiert? Wofür spricht das oder was ist deine Erklärung dafür? Also ich glaube, es gibt keine einfache Erklärung. Fangen wir mal so rum an. Es hat sehr viel mit persönlicher Verunsicherung zu tun, aber auch so mit der Zeit, in der wir leben. Wir leben ja in so einer Zeit, die wir entweder als Multikrise oder Polikrise auch bezeichnen. Und wenn ich als junger Mensch in dieser Zeit aufwachse, dann gucke ich in die Zukunft und habe einfach schon sehr viel, ja, es macht Angst, ne? Und wenn ich dann auch noch viel auf sozialen Medien unterwegs bin und da in so einem Dauerfluss Informationen auf mich einprasseln, die ich nicht einsortieren kann, weil ich vielleicht den Kontext nicht habe oder weil ich das Hintergrundwissen selber nicht habe oder weil es einfach so ein dauerndes Ding ist, ne? Also es ist immer der nächste Post. Und mir fehlt so ein bisschen die Kontextualisierung und die Einordnung. Und dann habe ich auf der anderen Seite eine Schule, in der ich über all das nicht reden kann. Dann habe ich eine ziemlich komplizierte Gemengelage, um das mal milde auszudrücken. Und ich hatte schon zum Beispiel, als wir in Hessen und Bayern die Wahlen hatten im letzten Jahr, schon überlegt, ob es da vielleicht stärkere Korrelationen gibt zwischen Mediennutzung und
Demokratieverständnis, Mediennutzung und ja, sozusagen Wahlverhalten. Und ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, also ich habe das noch nicht hundertprozentig belegen können, aber es gibt Anzeichen, die dafür sprechen. Nämlich, wenn man schaut, wer hat denn eigentlich tatsächlich die AfD gewählt in Hessen und Bayern? Dann schaut man sich die Alterskategorie an und wenn man dann wiederum in die Rezipientinnenforschung geht, ne, also im Medienbereich, und dann schaut man, wo bekommen die denn eigentlich größtenteils ihre Nachrichten her? Also was ist der Nachrichtenkonsum? Dann stellt man wieder fest, aha, guten Tag, da sind wir wieder in den sozialen Medien. Und da fehlt mir dann wieder die Kontextualisierung, da fehlt mir eine journalistische Einordnung, da fehlt mir eine Objektivität, da fehlt mir auch ein moderierter Diskurs. Und diese Menschen werden in so Rabbit Holes reingezogen, wie man so schön sagt. Und die Ängste, die sowieso schon da sind, die werden dann sozusagen noch extrapoliert, indem entsprechende Inhalte auch publiziert werden. Und es gibt einfach genügend Menschen und Organisationen da draußen, die das wissen und gezielt Informationen oder Desinformationen auch streuen, um Menschen, wie wir eingangs schon gehört haben, zu verunsichern. Du hast gesagt, da fehlt die Einordnung, es fehlt der Anspruch an eine objektive Berichterstattung, es fehlt auch eine Basis oder eine Grundkompetenz, um das zu verdauen und selber für sich aufzuschlüsseln und einzuordnen. Ist es vor diesem Hintergrund, dass aber viele Informationen gemakelt werden auf diesen Plattformen, dann für dich eher eine gute oder geht so Nachricht, dass Bundeskanzler Olaf Scholz respektive seine Aktentasche jetzt auch auf TikTok performen? Du merkst, ich bin sprachlos. Passiert selten. Ja, ich habe mich gefragt, während du so aus Stoß geseufzt hast, ist das jetzt positiv grundiert oder eher, oh mein Gott? Ich sag mal, es ist beides gleichzeitig. Mhm. Das hat einerseits etwas mit der Plattform zu tun, auf der das Ganze stattfindet. Da könnten wir ganz lange und vortrefflich darüber diskutieren, welche Plattformen wem gehören und wer die Algorithmen steuert und dafür sorgt, dass ich oder du oder jemand anderer irgendetwas sieht. Übrigens, die Transparenz dessen ist natürlich auch minimiert. Das heißt, ich kann das nicht unbedingt nachvollziehen, warum ich etwas sehe. Und wenn ich weiß, wem TikTok gehört und wenn ich weiß, dass da auch bestimmte potenzielle politische Interessen auch dahinter stehen können, um eben genau diese Verunsicherung zu streuen, dann frage ich mich, ob Olaf Scholz' Aktentasche da die richtige Medizin gegen ist. Okay, aber wegbleiben ist ja auch nicht wirklich eine Lösung. Dann sagen wieder alle, ey, liebe demokratische Parteien, ihr überlasst diese Spielwiese der AfD, die ist da groß. Ganz genau. Also es gibt wirklich diese Diskussion, gibt es aber schon sehr lange. Und das ist, also schon auch im Journalismus gab es diese Diskussion. Als ich beim ZDF gearbeitet habe vor 20 Jahren, haben wir auch darüber diskutiert, müssen wir da sein, wo unser Publikum ist? Also sprich, damals war das Facebook und Twitter. Mhm. Ne? Oder müssen wir halt sagen, okay, da sind wir halt nicht, weil wir uns nicht dieser Plattformlogik anpassen wollen. Und lieber was Eigenes entwickeln. Übrigens ist das nie passiert. Schade eigentlich. Und für die Politik gilt genau das Gleiche. Ne? Man könnte sagen, ja, natürlich, genau richtig. Ne? Überlasst es doch nicht der identitären Bewegung der AfD und den ganzen rechten Ideologen, die da draußen rumgeistern. Aber die Frage ist, was haben wir dem entgegenzusetzen? Ne? Und welche Narrative funktionieren? Das Ding ist, der Grund, weshalb wir so erfolgreich sind, ist ja genau, weil sie mit den Ängsten der Menschen spielen. Was sollte jetzt Olaf Scholz Aktentasche machen? Mit den Ängsten der Menschen spielen, um ihnen dann Lösungen anzubieten? Genial, ja, würde aber wahrscheinlich so nicht passieren. Welchen Stellenwert hat dieser oder haben diese inzwischen Videoclips von Olaf Scholz denn an der Schule 1? Ist das Pausenhof-Thema, noch nicht mal das, oder ist es Unterrichtsthema und Inhalt? Also ich wage mich jetzt mal relativ weit vor. es ist zum Teil Unterrichtsthema schon auch. Wir haben gerade in den LW-Kursen, in denen wir selber... Lebenswelt, wie wir gesagt haben. Genau, ja, das ist das ist sozusagen die Abkürzung LW. Mhm. In den Lebenswelten-Kursen, in denen wir selbst Medien präsentieren oder auch produzieren, haben wir darüber gesprochen. Und da wird auch ganz intensiv darüber gesprochen, wer da noch aktiv ist. Da wird auch über Fake News gesprochen, was ich total gut finde und auch total wichtig. Und wo die Dozentinnen auch den Schülerinnen sehr
an den Beispielen erklären, was ist Fake News, warum sind das Fake News. Und da ist auf jeden Fall zumindest die Rückmeldung, dass es erstmal so ein Grundverständnis da entsteht in diesen Kursen, okay, ne, was konsumiere ich sozusagen jetzt aus Schülerinnenperspektive eigentlich hier jeden Tag. Mhm. Das ist ein sehr langsamer Prozess und ne, also immer so Stück für Stück, aber das passiert da. Ja. Tom Jin hat ja darauf hingewiesen, du handelst dir natürlich unter Umständen als Lehrkraft 1000 Probleme ein, weil du redest nicht nur über den Inhalt eines 7-sekündigen Videos, das auch. Du redest auch, wem gehört die Plattform, was ist die Logik dahinter, was spülen die Algorithmen hoch, was ist in den Kommentaren los, wie wird das Zeug kommentiert. Die USA erwägen gerade TikTok als Plattform zu verbieten. Also du hast einen solchen Trichter von potenziellen Themen. Reichen da diese Lebenswelten-Kurse, um das alles zu verarzten oder Stück für Stück zu verarzten? Oder habt ihr auch sozusagen fächerübergreifend diese, ist mir jetzt auch wurscht, wie wir es nennen, Medienpädagogik, Medienbildung, was auch immer an Bord? Ja. Wir haben als Schule sogenannte Medienführerscheine. Das fängt in der dritten Klasse an oder eigentlich schon in der ersten Klasse, da sind es aber eher Lernsoftware, die Schülerinnen und Schüler lernen oder lernen zu nutzen. Aber dann geht das los mit einem Internetführerschein, also die Kinder lernen erstmal, ne, was ist sozusagen der Computer, das an- und auszuschalten, wie auch immer. Und dann geht es weiter mit einem Handyführerschein und in der sechsten Klasse, ich kann das nämlich sagen, ich habe selber den Sohn gerade da drin, ein Social-Media-Führerschein. Das ist ein ganzes Jahr, ein Kurs, eine Stunde beziehungsweise zwei Stunden in der Woche, die dafür genutzt werden, ich nehme es jetzt mal als Beispiel Social Media, zu gucken, okay, ne, also was ist überhaupt Social Media, welche Plattformen gibt es, was sind Follower, was sind Freunde, was sind Fake-Accounts, welche Gefahren gibt es, Cybermobbing, man nennt also alles mögliche, Hate Speech. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung der Schule gewesen, dem sehr, sehr viel Raum zu geben. Und wir sehen auch, wie notwendig das ist. Ja, also in unserem täglichen Erleben, auch mit den Schülerinnen und Schülern, wirklich dann einen Kurs zu haben, erstmal als ersten Anlauf, ich sage nur erster Anlaufpunkt, dass wir über diese Themen erstmal im Unterrichtskontext jahrgangsübergreifend sprechen können und dass die zum ersten Mal, also dass da auch über Sperren gesprochen wird, also über, ne, über welche Vor- und Nachteile bestimmte Plattformen haben und so weiter. Genau. Ist das, was uns Franziska jetzt beschrieben hat, das, was bei dir in dem Center for Media and Information Literacy die Literacy ausmacht, also dann jetzt eben auf Deutsch und für Schüler in unterschiedlichen Jahrgangsstufen angepasst? Zum Teil. Zum Teil. Also dieser Literacy-Begriff ist ja relativ groß. Also es geht ja, also normalerweise würde man sagen, das hat mit Lesen und Schreiben zu tun. Und hier geht es wirklich darum, dass man, um mit Marshall McLuhan zu sprechen, die Grammatik der Medien versteht, mit denen man sich umgibt, die man selber auch nutzt. In dem Literacy-Begriff, den wir halt verwenden, steckt halt nicht nur drin, so nach dem Motto, was kommt auf mich zu, was passiert mit mir. Also ich bin ja dann nicht nur passiv, sondern gerade in sozialen Medien ist man ja aktiv. Also es ist Teil dieses partizipativen Elements oder diese partizipative Medien. Und mit welcher Verantwortung bin ich da selber auch unterwegs? Ja, also wie schnell darf ich was teilen? Wie kommentiere ich? Wie gehe ich darauf ein? Also gerade in diesem ganzen Kontext von Desinformation. Es gibt ja Menschen, die meinen es gut und die teilen dann die Desinformation und sagen, hey, übrigens hier alles super fake. In dem Moment geben sie dem aber einfach mehr Volumen, als es notwendig wäre. Mhm. Also, und genau um solche Sachen geht es einfach mal zu verstehen, wie funktionieren die Mechanismen. Und insofern, ja, es ist Teil davon, aber es geht noch viel weiter. Und es geht auch darum, überhaupt zu verstehen, wie funktioniert diese digitale Öffentlichkeit. Also wie ist sozusagen die Ablösung des Zeitalters der Massenmedien durch das Zeitalter der digitalen, fluiden Medien.
Und was macht das mit uns grundsätzlich? Also da geht es noch so ein kleines Stückchen weiter. Jetzt hatten wir jetzt gerade ein bisschen Fokus auf Menschen, die zur Schule gehen. Wie sieht es denn hier so mit unserer Media und Information Literacy aus? Ist ja immer schön, sich so runterzubeugen und zu sagen, das müssen die ja mal lernen. Aber wer mal leitgeprüftes Mitglied in einer WhatsApp-Gruppe, ob das jetzt Elternchat oder Nachbarschaftschat oder so war, denkt vielleicht doch auch mitunter, uiuiui, auch da ist Luft nach oben. Also gibt es sowas wie Zahlen dazu? Gibt es. Die Stiftung Neue Verantwortung hat dazu eine sehr schöne Studie gemacht, die heißt Quelle Internet. Die ist jetzt von 2021. Wir haben damals zwischen 2019 und 2020 erstmal so eine Art Katalog entwickelt, um uns heranzutasten. Ne? Was wollen wir überhaupt testen? Was verstehen wir eigentlich überhaupt unter Media Literacy im Grunde genommen? Geframed ist das Ganze jetzt in der Studie mit dem Begriff Nachrichten- und Informationskompetenz, weil es schon doch diesen Fokus auf das nachrichtliche, journalistische hatte, weil wir wissen, das ist für eine funktionierende Demokratie notwendig. Die Studie zeigt eigentlich, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist, wie soll ich sagen, ziemlich unliterate oder illiterate. Ja, also eigentlich beherrschen sehr wenig Menschen genau die Kompetenzen, die man eigentlich bräuchte, um sich in der digitalen Öffentlichkeit zurechtzufinden. Ich würde mal sagen, weniger als die Hälfte ist in der Lage, überhaupt zu verstehen, wie die digitale Öffentlichkeit funktioniert, wie ich mich selber darin bewege, wie ich mich informiere, wie ich mit Informationen umgehe, was Fact-Checking ist, was laterales Lesen ist, etc. Also verstehen ist mal die eine Geschichte und das entsprechende Handeln wäre das nächste. Mhm. Auch wenn ich weiß zum Beispiel, oh, so funktioniert Fact-Checking theoretisch, mache ich das denn auch? Nein, in der Regel nicht, weil ich dann auch noch diesen sogenannten Third-Person-Effekt habe, weil ich denke, ich bin davon nicht so stark betroffen wie andere. Also es sind so ganz viele so Sachen, die sich aufeinander stapeln und am Ende stellen wir fest, en gros ist die Bevölkerung nicht sehr medienkompetent. Das bedeutet dann aber auch, dass ihr das im Kollegium vielleicht nicht so seid, wie es sein müsste, dass es die Eltern und diese ganze Schulfamilie drumherum nicht in dem Maße ist. Die müssen eigentlich bei euch auch in diese Lebensweltkurse kommen, oder? Ja, nicht nur das. ja, also ich kann da nur mit dem Kopf nicken. ja, das Thema ist einfach auch, wir als die Erwachsenen in dem Ganzen müssen uns auch weiterbilden, müssen mitreden können, müssen sozusagen auch da neue Kompetenzen ausbilden. Und das ist, ich sage es jetzt mal ganz platt, verdammt schwer. Das ist zum einen fürs Kollegium, das heißt bei uns, wir müssen auch das Kollegium noch weiterbilden, da ist noch auch Bedarf und auch Luft nach oben. Und auch die Elternschaft. Wir sind ganz intensiv am Nachdenken, dass wir unsere Eltern sozusagen mitbilden. Und wie macht ihr das? In welchen Formaten und wie viel Bock haben die? Ja, das mit dem Bock weiß ich nicht so genau. wir wollen dazu sozusagen die Elternabende nutzen. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Und sozusagen so eine Art Add-on-Teil schaffen und bei den Elternabenden in den verschiedenen Jahrgangsstufen immer verpflichtend einfach mit reinkommen in die Elternabende mit verschiedenen Themen. Weil wir merken, wir können allein, oder es ist einfach so, wir können als Schule alleine diesem Phänomen, dieser Entwicklung nicht Herr werden. Wir können das nicht alleine stemmen. Das ist, also das ist illusorisch. Wir können oder wir hoffen zumindest, dass wenn wir die Eltern mit reinnehmen und sozusagen auch in diesen Prozess mit reinnehmen, das ist ja eine Entwicklung, die Kinder da auch durchlaufen, ne, mit den Medien, mit den sozialen Medien, dass wir die Eltern so weit mitnehmen können, dass sie zumindest verstehen, was ihre Kinder, die ausgesetzt sind, was ihre Kinder erleben in diesen sozialen. Habt ihr denn schon sowas wie einen ersten Rücklauf und erste Erfahrung mit diesen? Das ist ein Projekt in unserem Kopf. Ah, okay, diese Elternabende haben noch nicht stattgefunden. Die haben noch nicht stattgefunden, weil wir müssen natürlich auch erst mal gucken, okay, ne, wir brauchen dafür die Leute, die es machen.
unser Medienfachbereichsleiter, der hat schon einen Riesenberg an Aufgaben. Das heißt, was wir jetzt als nächsten Schritt machen, ist, wir gehen in die Weiterbildung von Erziehern und interessierten Lehrern, die sagen, wir würden das machen. Uns interessiert auch die Thematik, das Topic. Wir können uns auch vorstellen, uns mit Eltern dazu auseinanderzusetzen. Und dann werden wir im zweiten Schritt hingehen und schauen, okay, wie können wir die Themen so, sage ich mal, angenehm wie möglich, naja, angenehm ist vielleicht auch das falsche Wort, aber so handhabbar wie möglich in die Elternabende mit reinbringen, dass es nicht überfordert, aber gleichzeitig auch sozusagen den Impuls gibt, sich damit auseinanderzusetzen und auch so ein bisschen zu verstehen, okay, dem Trend der Entwicklung oder das passiert gerade in dieser digitalen Lebenswelt meines Kindes. Und da habe ich vielleicht ein Auge drauf oder ich bin eine Ansprechperson für das Thema oder ich kann mal nachfragen, hey, ne, wie sieht es gerade aus? Wie auch immer, aber ich weiß zumindest, was da gerade vorgeht, weil wir ganz, ganz oft auch merken, dass die Eltern, also dass wir da einfach auch als Eltern abgehängt sind. Da sind Wobei ich mir vorstelle, dass das Thema sich hier und da wie von selbst auf den Tagesordnungsplan mogelt, weil es, keine Ahnung, zu Mobbing kommt, weil in WhatsApp-Gruppen jemand durchtritt, wie auch immer, weil irgendwelche Fake News oder Fake Videos produziert und verbreitet werden. Also, dass man sowieso im Schulalltag wahrscheinlich ab Klasse, keine Ahnung, 6 reichlich Gelegenheit hat, sich darüber auseinanderzusetzen. Mit konkreten Vorfällen, Beispielen. Ja, schon. Also, na klar, die kommen dann natürlich vor. Aber was wir ja wollen, ist sozusagen die Eltern mitnehmen, auch sozusagen in der Erziehungsfunktion, in der Vorbildfunktion, in der Funktion sozusagen ein helfende Hand, stützendes Gerüst, wie immer man das auch nennen will, zu geben für ihre Kinder, dass sie da nicht komplett alleine gelassen werden. Und ich glaube, das ist sozusagen zumindest jetzt bei uns der Ansatz, wo wir denken, wir können mit der Idee oder mit dem Konzept zumindest vielleicht einen Teil der Hilflosigkeit, die wir gerade auch erleben, mit der Thematik bei den Erwachsenen so ein bisschen zumindest in eine Informiertheit und in eine, ja, also auch Selbstermächtigung auf der Elternseite umwandeln. Mhm. Ja? Du hattest vorhin darüber gesprochen, dass ja die Plattformlogik inhärent ist, versink in mir, schau dir das nächste an, klick diesen Link, geht immer tiefer rein. Und du hast gesagt, schade, dass es keine Gegenangebote gibt. Fällt dir vielleicht doch eins ein oder fällt dir keins ein, weil unsere Psychologie so ausgelegt ist, dass die floppen würden? Wir wollen dieses Friss mich auf, nimm mich mit und schwupps, 7 Stunden rum, ich habe ja noch gar nichts gemacht. Auf der einen Seite, ne, amüsieren wir uns zu Tode, also das ist schon auch das, was wir gerne haben möchten. Wir möchten uns verlieren, wir sind auf sozialen Medien unterwegs, weil wir uns ablenken, weil wir uns vielleicht auch nicht mit der Realität beschäftigen wollen etc. Völlig klar. Was wir mal als Gegengewicht hätten schaffen können, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Zug vielleicht schon abgefahren ist, ist gerade zum Beispiel die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland, finde ich eigentlich fantastisch. Dadurch, dass wir dieses duale Mediensystem haben, mit öffentlich-rechtlichen Medien, die sowohl staatsfern als auch sozusagen nicht kommerziell sind, auch, naja, auch wenn noch ein bisschen Werbegelder da fließen etc., aber im Großen und Ganzen. Und das Selbstverständnis, was dahinter steckt, ist ja auch ein Bildungsauftrag zu haben. Also sprich, der Bildungsauftrag bezieht sich ja hier nicht nur auf Kinder und Jugendliche, sondern einfach auf die Gesamtbevölkerung. Plus, ich habe sozusagen den Auftrag, ein Vollprogramm zu kreieren. Und es gab vor etlichen Jahren eine Initiative der European Broadcasting Union, also sozusagen der Vereinigung aller öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa, zu sagen, wir müssten eigentlich so eine Art
also ich sag's mal überspitzt, eine Art öffentlich-rechtliches Netflix für Journalismus und Dokumentationen und qualitative Unterhaltung kreieren. Bis auf diese Idee gab es bisher noch nichts. Okay, ich muss jetzt mich natürlich reinhängen, es ist mein Arbeitgeber. Die Mediathek, stimmt dich da jetzt, ist kein Trostpflaster. Weil da kannst du das ja finden. Natürlich wäre es geiler, ZDF, Arte und ARD würden mal zusammenschmeißen, um vielleicht nur mal die drei zu nennen, statt sich da durch die jeweils eigene, teils kryptische Logik durchzuwurschteln. Aber dennoch, die guten Inhalte sind ja da. Natürlich sind die guten Inhalte da. Das ist ja gerade das Fantastische, ne? Und ich fand auch total spannend, beim ZDF gibt es ja mittlerweile eine Redaktion, die extra für Schulen da ist, wo man als Schule sich quasi melden kann und sagen, hallo, ich mache gerade hier so ein Projekt oder ich mache gerade hier dieses Thema in Biologie, in Geschichte, in whatever. Habt ihr nicht irgendwas, was ihr uns geben? Früher hat man dann so, ne, so Filme zugeschickt bekommen, also ganz, ganz, ganz früher. Und mittlerweile ist es ganz simpel. Man kriegt dann so eine Art digital kuratiertes Portfolio oder man kriegt eine Empfehlung oder Zugang zum Archiv oder weiß der Geier was. Also da passiert eigentlich schon was, ne? Und ja, natürlich, ich bin großer Fan der Mediatheken, aber nenn mir doch mal einen Jugendlichen, der da drauf geht. Arte hat ja gerade an der S-Bahn überall plakatiert, ne, wo Leute dazu sagen, was Arte ist. Und da sitzt so ein Kind in seinem Kinderzimmer und sagt, ich glaube, das ist ein Fernsehsender. Klingt aber so, als hätte er das mal gehört und nicht selber überprüft. Also insofern, ja klar. Ja. Jetzt haben wir eine Menge Themen angesprochen, auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe gesagt, ihr könnt Fragen stellen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt welche, da sehe ich schon so einen halben Zeigefinger. Nee, jetzt wird er zum Ganzen und da sehe ich auch noch eine Hand. Also Mikrofon, please. Und dann ist es immer zauberhaft, finde ich, ist überhaupt nicht verpflichtend, man kann ja auch anonym teilnehmen, aber ihr wisst ja, wer wir sind, insofern wäre es cool, ich weiß so ein bisschen oder wir wissen ein bisschen, wer ihr seid, mit welchem professionellen oder privaten Interesse. Mixtur aus beidem, also ich bin auch Journalistin und bin auch an einer Schule und mache Prüfungsvorbereitungen mit den Schülern und mich würde nochmal interessieren, dieses Spannungsfeld, das Wort ist schon gefallen. Auf der einen Seite ist der Wunsch da, dass die Schüler sich gut informieren und dadurch auch, sage ich jetzt mal, ein Kontext hergestellt wird bei vielen Dingen. Im Gegensatz dazu hat ja Adorno gesagt, es gibt so punktuelle Informiertheit. Das sehe ich ganz stark bei den sozialen Medien. Das führt aber meiner persönlichen Erfahrung mit den Schülern zusammen nicht dazu, dass sie eine Idee bekommen, wie die Welt sozusagen konstruiert ist. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie geht das beides denn jetzt aus Ihrer Sicht zusammen? Erstmal gar nicht. Kurze Antwort. Ich sage es mal ganz böse, erstmal gar nicht. Und wir müssen uns da ein bisschen durchwurschteln. Und es ist eigentlich genau da, wo die Medienkompetenzbildung ansetzt, dass ich merke, dass auch wenn ich zum Beispiel Tagesschau auf TikTok habe oder heute auf Instagram oder was weiß ich, was ich da habe. Also auf der einen Seite gibt es die Informationen und auf der anderen Seite ist es eben so sehr, sehr punktuell. Und dieses Nebenbei, also Nachrichten sind so eine Art Nebenbei-Medium geworden und ich nehme das nur so selektiv wahr. Wenn wir da irgendwie hinkommen können, dass man Menschen, gerade junge Menschen, sensibilisiert, von Anfang an zu sagen, oh, da bin ich nebenbei auf irgendwas gestoßen, warte mal, Alarmglocken an, da sollte ich mich vielleicht tatsächlich mal informieren. Und was man halt eben auch braucht, ist diesen Raum für die sogenannte Anschlusskommunikation, dass man mal mit jemandem spricht. Und zwar nicht, indem man auf irgendwas kommentiert oder irgendwas teilt oder whatever, sondern in der Realität, also dieses wirklich miteinander sprechen. Es würde zum Beispiel helfen, ich habe eine Kollegin auch, eine Journalistin, die mittlerweile Deutschlehrerin ist, die macht was ganz Tolles, sie liest mit ihren Schülerinnen und Schülern Zeitung. Ja, und das machen die wirklich konsequent. Und dann merken die Schülerinnen und Schüler sehr schnell, dass Informationen in bestimmten Paketen mit einem bestimmten Rahmen quasi, also nicht jetzt im Sinne von Framing, aber Rahmen im Sinne von, es gibt einen Anfang und ein Ende und es gibt sozusagen einen Fokus, ne, dass die dann merken, ah, warte mal, das ist ja ganz anders. Und man entdeckt in der Zeitung zum Beispiel auch ganz anders oder in einem Buch oder in einem anderen Printmedium oder auch sogar im Fernsehen, entdeckt man ja ganz anders als im Online, also im sozialen Medien. Und die Kompetenzen, die die Kinder auf diese Art und Weise entwickeln, können die in das Digitale mitnehmen. Die können das sozusagen transformieren und können sich dann darüber im Klaren werden, bin ich eigentlich vollständig informiert
oder fehlt hier das Datum oder die Quelle oder ne, if it's too good to be true, maybe it is. Ja, also das so nach dem Motto, warte mal, vielleicht stimmt das ja auch gar nicht. Also ich glaube, man muss so einen kleinen Schritt zurück machen und sagen, wo kommen wir eigentlich her und wo gehen wir eigentlich hin oder wo wollen wir hin? Und dann könnte man das vielleicht zusammenbringen. Ich finde das sehr tapfer von deiner Freundin, dass sie in der Schule Zeitung liest. Da hätte ich gern mal gesehen, wie die Klasse, die, weißt du, um welche Jahrgangsstufe es sich handelt? 9. und 10. Wie die so gucken, wenn die mit einem halben Pfund bedrucktem Papier vorbeikommt. Also sie sagt, am Anfang ist es immer sehr abenteuerlich, aber dann wird es zu einer Routine. Und die sind es dann gewohnt. Ne? Jede Woche wird auch darüber gesprochen. Man sortiert sich, man guckt, man schnippelt, man macht. Also es ist auch nochmal dieses Haptische. Das hat nochmal einen ganz, ganz spannenden Aspekt. Man hat Neurofeedback, um das jetzt mal so platt zu sagen. Und das ist der Anfang. Also damit beginnt sie. Und dann tauchen die natürlich irgendwann auch natürlich in das Digitale ein. Man sagt, oh, ne, die Lokalzeitung hat aber auch eine Facebook-Seite und einen X-Account und ist auf Instagram. Und wie funktioniert das eigentlich? Da würde mich aber jetzt auch noch interessieren, was schreibt sie denn für die Schulaufsichtsbehörde oben drüber, was das für ein Unterricht ist? Deutsch? Ja. GK? Sprache. Okay. Sprache. Es geht wirklich, ich meine, man hat ja auch im Deutschunterricht, also ich weiß das von meinem Sohn jetzt in der 7. Klasse, da musste gerade einen Artikel schreiben, weil es ging um journalistische Sprache, also als ne, und Kontrast zu Werbesprache, weil einen Werbespot musste er auch noch texten. Also es geht einfach nur darum, zu Textverständnis. Und du kannst es unter Textverständnis, kannst du es jederzeit verbuchen. Okay, und da sind dann auch alle ganz begeistert, weil uns alle möglichen Studien sagen, ist nicht so toll mit Textverstehen, mit Zuhören, mit Lesekompetenz, ob jetzt bei 4. Klässlern oder 8. Klässlern. Dann sind wir bei dir, bitteschön. Ja, vielen Dank, Anja Mir. Mein Name, ich bin Politikwissenschaftlerin und beschäftige mich mit dem ganzen Thema Backsliding, Resilienz der Demokratie. Und Sie sprachen es vorhin an, wir haben in den letzten Wochen und Monaten gelernt, dass junge Menschen, Sie haben die Studie vorhin zitiert, den Rechtsruck, oder es gibt einen Rechtsruck dort. Gut, das sind jetzt wegen mir jeder dritte Jugendliche, möchte AfD wählen oder ist antidemokratisch, antieuropäisch, was auch immer. Jetzt frage ich mich aber, was die anderen 2/3 der jungen Menschen, warum die nicht diesen Rechtsruck folgen. Und da frage ich mich eben, gebe ich zu wenig aus, wie man das erklärt. Denn die konsumieren ja genau denselben Schuldigen, der gerade genannt wird, nämlich TikTok, Instagram, you name it, die angeblich dazu führen, dass junge Menschen keine andere Wahl haben, außer nach rechts zu rücken. Ich provoziere jetzt. Aber so wird es teilweise dargestellt. Und ich glaube das gar nicht, weil mein Lebensinhalt, ich bin auch Wissenschaftlerin, ich unterrichte auch Demokratietheorien an der Universität. Ich kriege die dann immer erst so ab 2021. Ich sage immer, ich kann nur Damage Control machen, aber das funktioniert. Und ich sehe da jetzt zum Beispiel bei meinen Studierenden nicht diesen Rechtsruck, aber sie konsumieren fleißig natürlich genau diese sozialen Medien. Was machen die denn anders als diese 1/3 oder 22% der Jugendlichen aus Ihrer Sicht? Ich glaube, die Antwort ist relativ simpel. Das hat mit Demokratiebildung zu tun. Und wenn man sich mal die Schulformen anschaut, in denen Demokratiebildung tatsächlich stattfindet, denn Demokratiebildung wird in Deutschland, wir haben zwar ne, also hier mit Föderalismus und 16 verschiedenen Bildungssystemen, haben wir aber doch einen kleinen Konsens, nämlich dass Demokratiebildung sowas wie eine Querschnittsaufgabe ist. Übrigens fällt da auch die Medienbildung rein und das ist dann halt eher so nebenbei. Sabine Aschur, eine Kollegin an der FU, hat vor ein paar Jahren eine Untersuchung gemacht, wo findet denn eigentlich Demokratiebildung oder politische Bildung überhaupt statt? Wir stellen fest, in Grundschulen eher nicht. Also in Berlin haben wir das große Glück, wir haben jetzt das dreigliedrige Schulsystem nicht mehr. Und irgendwie, also ich sage wirklich Glück, weil dahinter steckt, glaube ich, eine Möglichkeit, eine Chance. Weil in diesem dreigliedrigen Schulsystem haben Kinder und Jugendliche, die auf Hauptschulen und Realschulen gehen, eigentlich keine fundierte politische und Demokratiebildung. Es sind vor allem Gymnasialschülerinnen und Schüler, die eine politische Bildung bekommen, die Zugang haben und die auch entsprechend ein Demokratieverständnis haben. Insofern, Entschuldigung, das würde ich dann nur als Fußnote reinhängen, sind das wahrscheinlich genau die Menschen, die eine hohe Chance haben, hinterher in irgendeinem Pro-Seminar zu sitzen, weil alle anderen landen da nicht an. Ja, so ungefähr ist es auch. Ich habe auch den Damage Control, weil ich habe die Jugendlichen dann auch erst so mit 18, 19, 20, wenn die bei mir auch in den Seminaren aufkreuzen und mir geht es da genauso. Genau. Ich würde da gerne aber noch mal einhaken und jetzt frage ich mich, und da
kennen Sie sich natürlich auch besser aus, wenn man das jetzt mal vor 20, 30 Jahren. Das war doch nicht anders. Es gab diese Gruppe, die eben nicht das Glück hatte, sozusagen einen Hochschulabschluss machen zu können und diese kritische Bildung haben zu bekommen. Die war ja nicht anders getaktet. Also was mich an der ganzen Debatte stört, und das sehen Sie jetzt, ist die Schuld hat TikTok und Instagram, und wenn es die nicht gäbe, und es gibt ja diese Verbote jetzt, USA, und jetzt fangen die Europäer hier auch an, wir verbieten das, wir schränken das ein, und dann ist unsere Demokratie gerettet. Ich provoziere, simplifiziere natürlich, aber Sie sehen, wohin das geht, die Debatte. Ich glaube, sie geht nämlich genau daran vorbei, um was es eigentlich geht, nämlich demokratische oder politische Bildung, und nicht erst in den gymnasialen Kursen, sondern schon viel früher. Denn dann macht TikTok auch nichts mehr aus, genauso wie bei meinen Studenten. Die finden das lustig, die gucken da mal rein, aber die wählen deswegen nicht AfD, sondern im Gegenteil. Absolut. Also das hat mit der digitalen Öffentlichkeit zu tun. Ne? Vor 30 Jahren hatten wir halt eben nicht dieses Phänomen, dass wir overnewsed und underinformed waren, sondern da hatte ich ja noch sozusagen die strukturierten Informationen. Ich hatte vielleicht auch ein höheres Medienvertrauen. Also wenn man sich so anschaut, Digital News Report, wie sich sozusagen die Rezipientinnenseite entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, dann stellt man doch fest, wir haben so eine Art Nachrichtenvermeidung. Die nimmt immer mehr zu, weil eben dieser Fluss da ist und weil es mir nicht mehr einsortiert wird. Die Nachrichtenvermeidung stützt sich auch auf der Tatsache, dass Nachrichtenwerte nun mal alle eher negativ sind. Und ich sprach da eingangs davon, schon von, wir haben diese Multikrise, diese Polikrise, also dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Und dadurch, dass es eigentlich kaum noch, oder also ich meine, es gibt es natürlich, ne, Journalistinnen und Journalisten, wir sind noch da, hallo, wir sind noch da, wir funktionieren auch noch, aber wir werden nicht mehr wahrgenommen. Und wir haben eine Konkurrenz bekommen von diesem, ich sag mal fies, von diesem fluffy Stuff, was durch alle möglichen sozialen Medien, durch Blogs oder was weiß ich was, eben hochblubbert. Und die digitale Öffentlichkeit, die uns A, ablenkt und B, nicht wirklich informiert und dadurch auch vielleicht wegzieht von vielen Dingen, die uns helfen, ein Demokratiebewusstsein zu haben. Das ist so ein bisschen, es ist eine Kombination aus verschiedenen. Ich bin total bei Ihnen, also TikTok alleine, das können wir verbieten morgen und es wird genau eigentlich nichts ändern, ja? Weil das Problem besteht und es besteht weiter. Jetzt fehlt uns natürlich eklatant Christa, die geladen war für heute Abend, die sich beschäftigt mit Demokratie, Pädagogik und Bildung, und zwar beginnt im Kita-Alter, weil da geht das los. Und wenn man dann aber da sozusagen irgendwie bewahrt betreut wird und erst ab gymnasialer Oberstufe diese Skills erlernt, ist das ein bisschen spät. Da sind schon jede Menge Menschen durch den Rost gefallen. Und wir wissen auch, dass das in Deutschland mehr als in anderen Nationen davon abhängt, welchen Bildungsgrad meine Eltern haben. Also gar nichts mit dem, was ich mitbringe, sondern, so doof das klingt, wie viele Bücher bei meinen Eltern zu Hause rumstehen und ob die irgendeinen akademischen Abschluss haben. Das heißt, wir haben es ja hier dann letzten Endes, also man könnte es jetzt ganz hart führen als Umverteilungsdebatte. Ich würde es jetzt noch ein bisschen softer hängen. Wir haben es ja mit einem gesamtgesellschaftlichen Bildungsauftrag zu tun und wir arbeiten gegen die Logik der Plattform, die du gerade beschrieben hast. Wie kriegen wir das auf den Reifen, Franziska? Ihr versucht das im Kosmos Schule und du hast schon beschrieben, wie schwierig das ist mit begrenzten Ressourcen, also Menschen, Mitteln, etc. pp. Das umzusetzen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch auf dem einen oder anderen Elternabend, das sind jetzt nicht meine Premium-Termine im Jahr, ich gehe hin, aber ich bin auch froh, wenn sie nicht zu lang dauern, das kann ich auch sagen. Ja, also eine Sache, die mir noch wichtig ist zu sagen, Demokratiebildung fängt schon, wie du gerade gesagt hast, also die fängt ganz früh an. Und da ist auch noch unglaublich viel Bedarf. Da wird auch schon viel gemacht im Kosmos Schule. Ich sage da jetzt nur bei den Grundschulen. Es gibt verpflichtend ab dem ersten Schuljahr die Klassenräte. Also das ist so eine, ich sage immer, basisdemokratische Einheit, in der schon die
ersten, ne, die Einschüler lernen sozusagen Themen in der Klasse, in einem Klassenrahmen anzusprechen und das auch in irgendeiner Art und Weise zu lösen. Das geht dann weiter zu Klassensprechern, ne, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diese Funktion. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, in der Schule demokratisch aktiv zu werden, als Schüler oder Schülerin. Aber natürlich, es braucht, also ein Kollege von mir hat letztens in einer Fortbildung gesagt, es bräuchte die Demokratielotsen. Oder er hat sie, glaube ich, Demokratie-Scouts genannt. Ich dachte halt so, Mensch, es gibt Medien-Scouts und Demokratie-Scouts. Und das ist im Endeffekt so eine Art Position wie die meinige, aber nur auf die Entwicklung von Demokratieprojekten und einem Demokratiecurriculum in der Schule gemünzt. Ja, also auch externe Fachkräfte, externe Experten reinzuholen in den Raum Schule, um sozusagen mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam sich mit dem Thema richtig intensiv auseinandersetzen zu können. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, ja, das klingt gut. Jetzt sag mir, wie es finanziert werden soll. So. Ja, und die Antwort? Ja, da sagte er auch, na, dich gibt es doch auch. Also gut, nicht an der Regelschule, genau. Muss man dazu sagen. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Ich habe mir eure Website angeguckt. Ihr habt Unterrichtseinheiten zur Ernährung und so weiter. Also Gesundheit, mentale, physische Gesundheit sehr umfassend offenbar begriffen. Und ihr kriegt das alles in den Stundenplan hinein. Was sagt denn eure Schulaufsichtsbehörde zu dem, was ihr da so macht? Sind die ganz happy, weil man ist ja immer mal froh über Leute, die ein bisschen aus dem Busch kommen und was ausprobieren, oder ist das nicht gern gesehen? Weil ihr müsst dann wahrscheinlich, vermute ich, an anderer Stelle auch mal was weglassen. Bei euch sind die Tage auch nicht länger als bei anderen. Nee, das leider nicht. Also unsere Schulgründerin hat immer so einen schönen Spruch, die sagt, einfach mal machen, das wird schon gut gehen. Und das ist ja meiner Meinung nach in ganz vielen dieser Projekte der Fall. Wir probieren es aus. Und viele unserer Themen, die wir machen, Medienbildung, Demokratieprojekte, die ganzen LW-Kurse, das können wir alles eigentlich im Basiscurriculum, in den Basislehrplänen wieder verankern. Also es geht auf. Ja, also okay. Es wird, ne, also es gibt sozusagen immer irgendwo in den Projekten eine Schnittmenge wieder zurück zu den Lehrplänen und zu dem Rahmenlehrplan. Also wir bleiben im Rahmenlehrplan, auf jeden Fall, keine Frage. Aber wir entwickeln diesen Rahmenlehrplan einfach ein Stück weit so, dass es zu dem passt, was unsere Schülerinnen und Schüler brauchen. Und das ist einfach immer wieder so ein fluider Prozess. Wir haben jetzt viele beklagenswerte Entwicklungen angesprochen und ich merke dann immer, dass ich nach einer Weile denke, so Erich Kästner-mäßig, wo bleibt das Positive? Ich selber habe gerade daran gedacht, dass ich im Tagesspiegel vor einigen Wochen las, ich glaube von einem 17-jährigen, natürlich Gymnasiasten, der sich gedacht hat, was treibt eigentlich die AfD in meinem Bezirk, und sich alle öffentlich verfügbaren Informationen dazu zusammengesammelt hat. Derer gibt es einige, weil siehe oben, da ist auf Facebook, X und überall was zu finden, Telegram. Der hat sich also alle möglichen Infos zusammengepuzzelt, darüber einen sehr langen Text geschrieben, der total aufschlussreich ist, der im Tagesspiegel veröffentlicht worden ist. Und das ist ja ein Aspekt, den wir jetzt hier noch gar nicht beleuchtet haben, dass ich natürlich, wenn all das, was wir gerade als noch häufig fehlend klassifiziert haben, da ist, dann kann ich mich dieser Tools bedienen, dann kann ich darin Informationen finden, daraus brauchbare Dossiers für andere Menschen zusammenstellen. Ich kann publizieren, ohne über so Gatekeeper wie den Tagesspiegel oder mich gehen zu müssen. Ist das nicht eigentlich ein freudvoller Aspekt, den man noch viel, viel schöner ins Schaufenster packen müsste? Unbedingt.
Absolut unbedingt. Also wir leben in einer Zeit, die Henry Jenkins als Participatory Culture bezeichnet. Also wir haben eine Zeit, die natürlich sehr orientiert ist an dem Mitmachen. Und das merken wir in den sozialen Medien. Und das ist eine unglaubliche Chance. Also man kann ja auch sagen, soziale Medien bieten auch marginalisierten Gruppen eine Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben oder sich überhaupt zu finden als Community. Also es gibt ganz viele Chancen, die da drin stecken. Und auch das muss sozusagen in diesen ganzen Bildungsprozess, in diesem ganzen Medienkompetenz-Bildungs-Awareness quasi auch mit rein. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, selber aktiv zu werden und positiv Dinge zu verändern. Also ich meine, Demokratie funktioniert ja nur in dem Moment, wenn wir sie leben, wenn wir sie selber sozusagen aktiv betreiben. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also vor 20 Jahren gab es sie, als sozusagen das Internet noch in seinen Kinderschuhen gesteckt hat und Web 2.0 erst kam, da gab es die Optimisten und die Pessimisten. Und die Pessimisten haben gesagt, ach, alles Katastrophe. Und die Optimisten haben gesagt, wird schon, es wird sich irgendwie regeln. Und ich befinde mich irgendwo dazwischen, weil ich sehe sozusagen schwarz und weiß und aber ganz, ganz, ganz viel Grau. Und dieses Grau ist eigentlich das Spannende, weil da passiert eben sehr viel in diesen Auseinandersetzungen. Und es gibt auf Instagram zum Beispiel einen Account, ich habe leider vergessen, von welcher Schule das ist, aber das ist ein Politikleistungskurs, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir erklären jetzt mal der Welt da draußen, was hier eigentlich in der Politik los ist. Und die gehen wirklich mit journalistischer Ethik und mit großer Sorgfalt gehen die an die Sache ran und machen sowas wie Erklärjournalismus auf Instagram für ihre eigene Zielgruppe, also quasi für junge Menschen. Mhm. Fantastisch gemacht. Ja. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und genau das sozusagen zu bestärken und Kinder und Jugendliche eben nicht zu sagen, du bist dem ausgesetzt und ist alles negativ und sei passiv, sondern im Gegenteil, sei aktiv, aber halt mit der entsprechenden Verantwortung, mit den entsprechenden Kompetenzen, mit der entsprechenden ethischen Grundlage. Ja, wir könnten auch zum Beispiel fragen, für wen gilt eigentlich der Pressekodex? Vielleicht für jeden, der im öffentlichen Raum publiziert. Dann würde ich da gern noch mal die beliebte Gretchenfrage im Hinblick auf die Schule und das Thema Digitalisierung und Schule stellen. Brauchen wir ein Pflichtfach digitale Grundbildung oder so? Österreich hat sowas seit nicht so langer Zeit, aber sie haben es, sie bilden Personal dafür aus. Brauchen wir sowas oder ist es, Franziska, das klang bei dir vorhin ein bisschen so, doch eher so ein Querschnittsthema, das dann Vertiefung erfährt in bestimmten Projekten, Zusammenhängen, Fächern, was aber nicht in irgendwelche 45 Minuten Käsekästchen reingedrückt wird? Ja, in einer gewissen Art und Weise haben wir ja das als Fach so, da wir das aufgesplittet haben in diese verschiedenen Module. Mhm. Und das auch immer weiterentwickeln und anpassen. Deshalb, also ich bin da auch schon eine große Verfechterin. Also du willst es irgendwie betitelt im Stundenplan sehen. Es ist nicht Teil von Geschichte, GK, Deutsch. Oder es ist auch Teil davon, aber du willst es schon auch mit benanntem Schwerpunkt. Es braucht einfach gewisse Basiskompetenzen und natürlich müssen wir die dann in den einzelnen Fachfächern immer wieder an die jeweiligen Fächer ankoppeln. Also das ist auf jeden Fall notwendig, aber eine Basiskompetenz braucht es auf jeden Fall. Würdest du sagen, wir brauchen das wirklich dezidiert und mit Etikett verankert im Lehrplan? Also das brauchen wir sowieso. Und wenn man in die Rahmenlehrpläne der Bundesländer hineinschaut, ist natürlich Medienbildung auch als Querschnittsaufgabe drin verankert, genauso wie Demokratiebildung. Brauchen wir ein Fach? Also jetzt würde ich sagen, ja, aber wir brauchen auch dieses Interdisziplinäre. Also eigentlich brauchen wir beides. Man könnte jetzt sagen, so wie Literacy entsteht, nämlich ich lese und schreibe und ich beginne damit ganz klein, erstmal in der ersten, zweiten Klasse, wie funktioniert das, wie halte ich überhaupt einen Stift? Und genauso müsste man das eigentlich auch mit der Digitalisierung, mit Medien etc. eigentlich auch machen. Wie funktioniert das? Also was du vorhin ansprachst, Rechner an, aus, was ist der Unterschied, wie funktioniert das, was ist ein Algorithmus etc. pp. Und dann kann ich sozusagen in die etwas gehobenere Liga einsteigen und kann überlegen, wie wende ich das an oder was passiert, wenn das mir irgendwo begegnet. Mhm.
Und ich würde sozusagen auch für ein Fach plädieren, schlicht und ergreifend aus der Bildungspolitik heraus, weil wir sonst das ganze Thema Medienbildung überhaupt nicht in die Lehrkräfteausbildung reinbekommen. Mhm. Also wir beißen uns die Zähne daran aus, wenn wir, also wir, also Center for Media Information Literacy, wenn wir jetzt irgendwie mit den Kollegen und Kolleginnen in der Lehrkräfteausbildung sprechen, die sagen, ja, ist ja schön und gut, aber es gibt kein Fach. Warum sollten wir das machen? Mhm. Okay, da sagst du auf jeden Fall in großen Buchstaben hinschreiben, sonst geht es über die Wupper. Dann hätten wir das geklärt für den Planeten Schule. Was ist mit allen, die da schon draußen sind und die, wie wir vorhin festgestellt haben, auch Bildungsbedarf haben? Ich glaube, da sind wir als Journalistinnen und Journalisten stark gefordert. Und ich glaube, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinem Bildungsauftrag da nochmal ganz scharf nachdenken muss. Wie erreiche ich eigentlich die Menschen da draußen? Ich kann mich erinnern, vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren habe ich mit einem Kollegen beim ZDF zusammen, wir haben eine Null-Sendung gemacht, also eine Sendung produziert, die dann leider nie in Serie gegangen ist. Die hieß ZDF Online, die Sendung. Und dieser Sendung haben Werner Doyer, der ein bisschen älter war, und ich war damals wesentlich jünger als heute, wir haben uns dann vor die Kamera gestellt, er mit Bleistift und ich quasi mit Computer, und wir haben versucht, den Menschen da draußen zu erklären, wie funktioniert das Internet. Mhm. Schade, dass dieses Format, jetzt egal in welcher Besetzung, nie sozusagen laufen gelernt hat, weil da ist eine Chance vertan worden. Mhm. Tatsächlich ein interessanter Punkt, um weiter zu diskutieren. Ich denke gerade an das, was mir der Chefredakteur von Katapult in Greifswald neulich gesagt hat. Stimmt gar nicht, er hat es nicht mir gesagt, ich war Zuhörerin in der Diskussionsveranstaltung. Und er sagte, sie haben da drei Tageszeitungen, die teilweise Bücher voneinander übernehmen. Also du kannst in allen dreien Ähnliches lesen. Ja, da würde ich dann vielleicht auch lieber bei der Facebook-Gruppe, die in meiner Gemeinde ist, gucken, was Phase ist, weil die sind dichter dran mit all den Nachteilen, die wir hier erörtert haben. Ist aber ein Thema für sich. Ich glaube, wir sind schon fast ein bisschen drüber. Ich bitte euch um eine kurze Antwort zum Schluss. Ich habe immer gern sowas wie eine Linkliste am Ende. Dinge, die wir uns, wenn wir uns weiterbilden wollen, mal angucken sollten, online oder im Buch, ist mir wurscht, ein Film, ein Podcast, irgendwas, wo ihr denkt, hört da mal rein. Deinen Dummy können wir jetzt nicht nachgucken, aber vielleicht gibt es ja in der Gegenwart irgendwas, wo du sagst, empfehle ich. Also ich empfehle, also jetzt müsste ganz eigennützig, das Center for Media and Information Literacy. Wir haben da sehr viele Informationen zusammengetragen zum Thema, wie funktionieren eigentlich Medien, wie funktioniert die Digitalität. Und dann gibt es noch mehrere Projekte, die man sicherlich auch angucken kann. Also gerade Schau hin funktioniert zum Beispiel auch ganz gut, wenn man mit seinen Kindern unterwegs ist und verstehen möchte, was die machen. Man kann bei der Reporterfabrik kann man auch lernen, wie man journalistisch arbeitet, in der publizistischen Gesellschaft sich bewegt. Ja, es gibt eine ganze Menge. Also in der Zivilgesellschaft gibt es sehr viel. Okay, vielen Dank für die Hinweise. Was wäre es bei dir, Franziska? Also ich bin jetzt auch mal sozusagen werbend unterwegs. Auf unserer Webseite Schule 1 ist aktuell gerade ein ganz tolles Medienprojekt, was wir nämlich zusammen mit Studentinnen gemacht haben aus deiner Gruppe. Da sind die Studentinnen mit Schülerinnen und Schülern aus unserer Schule zusammengekommen und die haben sich über Klimafragen mit ganz verschiedenen Experten sozusagen haben die interviewt. Das haben dann unsere Schülerinnen und Schüler noch zu Podcasts umgearbeitet und zusammengeschnitten. Und das ist ein, finde ich, ganz tolles Projekt, ganz hands-on, sich mit komplexen Klimafragen auseinanderzusetzen, Politiker anzusprechen, Experten anzusprechen und mit denen in den Dialog zu gehen und auch da wirklich ganz hands-on zu lernen. Ne? Also was macht einen guten Podcast aus? Was macht gute journalistische Arbeit aus? Also das finde einfach ich super, mal zu sehen. Auch im Hinblick auf den Nachwuchsmangel in meinem Gewerbe. Also sehr schön, dass ihr das schon mal ein bisschen und Sie waren tut. Alle ganz begeistert. Super, vielen Dank für eure Tipps. Ich würde nur noch zwei hinzufügen. Kennt ihr vielleicht auch, also quasi immer die Seiten und Publikationen der Bundeszentrale für politische Bildung, finde ich, macht man gar nichts verkehrt. Und auch geil, könnt ihr super in der U-Bahn jetzt machen auf dem Nachhauseweg, der News-Test ist genauso zu finden. Gebt ihr einen in die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens, der News-Test, und guckt mal, wie das so bei euch bestellt ist, und könnt ihr dann auch gerne weiterreichen in eure Kollegien hinein.
In meinem bei Radio 1 waren da alle irgendwie dann dran und wie viele Punkte hast denn du und was hast du nicht gewusst und so. Kann ich total empfehlen, auch für den schulischen Kontext in den höheren Jahrgangsstufen. Super, vielen Dank für die kleine und intensive Runde. Euch vielen Dank fürs Kommen, für eure Fragen, fürs Zuhören. Wir sehen uns dann hoffentlich am letzten Mittwoch im schönen Monat Mai wieder. Dann ganz andere Baustelle, aber auch spannend, Kreditvergabe. Wir sprechen drüber, ob es für die überhaupt noch menschliches Zutun braucht oder ob nicht vielleicht eure Datenspur mal eure Postleitzahl eigentlich ausreicht, um zu entscheiden, wie kreditwürdig ihr seid. Besten Dank für heute und bis in einem Monat. Danke euch.